Unser Gebiet wurde vergrößert. Können wir dann auch mal so einen Wagenbrei hier hinbauen. Das heißt, wir haben eigentlich nur wieder Handel für Waffen. Oder hier hinten halt alle 10 Minuten was. Das ist nicht so oft. Hm? So, ich habe gar keine Hämmer mehr. Das heißt, sowas müssen wir jetzt auch mal herstellen. Eine Waffenschmiede, ne? Werkzeugschmiede. So, mit Steinen wollen wir jetzt auch immer mal wieder was machen. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Nachdem wir Unlimited Steine haben, brauche ich auch nicht auf Forschung gehen mit das, die über Feldwege auch Karren ziehen. Weil Feind in Sicht! Unsere Häuser werden belagert. Leichtester Auftrag heute. Gut. Solange Frieden herrscht, bin ich. So, hier hinten brauchen wir dann auch ein Sägewerk. Demnächst. Und hier können wir viel, viel Holz machen. Dann machen wir nochmal 3 Steine. So, ihr kriegt auch Fisch gefuttert. Das sollte sich eigentlich so busy anhäufen. Das ist gar nicht schwer. Ich liebe diese Lieferung. Oh, gut. Geht was voran hier hinten. So, also hier hinten nochmal ein Sägewerk. Habt ihr den Gildemeister gesehen? Diese Fahrten sind schwer. Und dann wollen wir unsere Werkzeugschmiede aber auch hier hinten hinbauen. Ach ne, da habe ich schon eine gesetzt jetzt, oder? Yes, okay. Dann wollen wir die natürlich auch hernehmen. Das hier ändert ja nur den Ertrag, aber ich weiß halt nicht, ob das dann auch 2 hier im Abzieht, weil wenn das immer nur pro einen Stein aus dem Ding 2 macht, also wirklich die Effektivität und nicht nur die, ja, was anderes, auch eine Art Effektivität. Egal, also den Ertrag erhöht. Dann wäre es ja total OP. Wenn sie quasi aus 1-2 machen könnten, statt nur doppelt so schnell. Ja, aber sicher bin, dass sicher nur doppelt so schnell ist. Alles andere wäre krass. So, Gebiet wurde auch da hinten vergrößert, ordentlich. Der Wagenbauer ist auch gleich fertig. Das hilft auch nochmal ordentlich. So, als nächstes wollen wir den Fisch richtig anbinden.
den Weg zum Hafen sollten wir auch mal machen. So, irgendwie. Haben wir hier schon fast überall Steinwege, wo es wirklich wichtig ist. Das muss sofort ausgeliefert werden. Ich liebe diese Lieferung. Ist die Frage, ob wir wieder voll auf Esel gehen. So, gleich wieder noch mehr Häuser bauen. Sägeweg hier drüben habe ich auch eine Baustelle gemacht, oder? Ja, da hinten. Sehr schön. Eine Jagdstelle oder so, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich denke auch nicht, dass da irgendwo was ist. Na, genauso mit Sammlerhütten. Alles Sachen, die wir jetzt nicht gebrauchen können. Unsere Häuser werden belagert. Ich fühle mich jetzt. Ich sollte nach Hause gehen. Die Familie wartet schon. Wie hier nur ein Esel. Der Bahnhof denn die ganze Zeit? Oh ja, wir haben hiervon halt auch viel zu wenig, ne? Gerade Höfe. Rekrutierung abgeschlossen. So, hier gleich wieder 5 Getreidehöfe. Machen wir das die hier unten auch voll, hätte ich gesagt. Unsere Häuser werden belagert. Ich bin verletzt. Komm, die solltet euch kümmern. Tut alles weh. Gibt es was zu tun? So. Gibt immer was zu tun. So, Getreidehöfe. Sollten uns auch nochmal ordentlich was bringen. So, da hinten können wir gleich noch eine zweite Reihe Häuser dann bauen.
Fischdüfte verbrassen wir lustig sein. Das muss sofort ausgeliefert werden. So, da mal jetzt erstmal auf Automatik. Wir können erstmal ruhig ein paar gebrauchen. Niemand ist schneller als ich. Feind in Sicht. So. Der sollte uns nichts ankönnen, der haut eh gleich wieder ab. Alles klar. Jetzt haben wir 44 Rekrutierung Steine. Abgeschlossen. Und mal gucken, ob das schon hierfür reicht. Ja. Den Weg auch komplett aus Stein bauen. So, schön, schön. Also eigentlich habe ich das Gefühl, wir hätten genug. Genug. Was man denn? Handwerker hier, Ingenieure, genau. Ich habe gemerkt, ich überziehe den Part schon wieder. Ich werde den einfach jetzt doppelt so lang machen und splitten. Das ist gar nicht schwer. Na du, falls ihr euch fragt, warum im letzten Part keine Verabschiedung kam. So, jetzt kommt hier der nächste Ansturm. Bereit. Feind in Sicht. Rekrutierung abgeschlossen. Auf Patrouille. So, irgendwie mal die Busy an den Rand. Wo kann ich helfen? So, du machst das hier, bitte. So, wir übertreiben mal wieder ein bisschen. Getreidehöfen. Einfach weil wir können. Und wollen jetzt dann auch irgendwo hin. Maßlos zu viele Bauernhöfe bauen. Wahrscheinlich hier so am Weg. Oder hier hoch. Könnte eine gute Idee sein. Unsere Häuser werden belagert. Zielen! Rekrutierung abgeschlossen. Mir tut alles weh.
Schön und gut. So, die Steinstraße hier hinter ist auch schon fertig. Hier hätten wir auch noch Platz für irgendeine Kette. Ich weiß aber noch nicht welche. Wie gesagt, erstmal wollen wir eigentlich wieder einen Overkill mit Eseln veranstalten. Nur noch eine Lieferung. Genau, aber drehe ich mal hier hinten die Häuser fertig. Schadet auch nicht. Der findet weiterhin nichts. So, jetzt aber eigentlich kein Problem mehr mit Weizen. Unsere Häuser werden belagert. Wir wollen dann nämlich doch eine Akademie bauen, irgendwohin. Oh, falls die noch irgendwo Platz hätte. Rekrutierung abgeschlossen. Ja, hier so. Warum nicht? Aber damit wir die Eselproduktion wieder verdoppeln können. War relativ praktisch. Jetzt müssen sie dann erstmal mit den ganzen Baustellen hinterherkommen. Die lieben Leute. Dass auch immer die Baustelle dann wieder gesperrt ist. Die Leute sind ganz fleißig und flott. So soll's sein. Ich liebe diese Lieferung. 100 Goldmünzen. 10 Hammer. Wir werden jetzt mal unser Brot, ja doch, mal ein bisschen verkaufen. So, was machen wir denn damit erstmal? Behaupten. So, hier soll jetzt ordentlich Getreide hergestellt werden. Rekrutierung abgeschlossen. Noch nicht so weit. Hast du noch einer hin? Noch besser. Gibt es etwas zu tun? Unsere Häuser werden belagert. Gleich wieder abholen. Leute da immer so ausflippen. Diese Waren sind hochwertig. Gut, dann heißt wieder bis sie abwarten. Bin ich denn?
doch eine Waffenschmiede. Also, hä? Ja, sie gehen jetzt ganz flott fertig hier, unsere Bahnhöfe. Gleich wieder Geld, um noch mehr zu bauen. So. Ja, ja. Alle Esel. Nichts anderes sollt ihr herstellen. Ich denke, wir bereiten uns auch ganz gut vor. Handel abgeschlossen. So, du darfst das hier machen. So super weit weg vom Lager aus seid ihr doch jetzt eigentlich auch nicht. Behauptet. Wir könnten hier schon so ein Zwischenlagerhaus einrichten, das stimmt. Aber andererseits weiß ich auch nicht, was mir das immer bringt. So, Akademie fertig. Wir wollen. Feind in Sicht. Das hier. Den Eseln. Brauchen wir noch einen so einen Hammer. Ja. Dann können wir das auch machen. So, den Hammer pulverisiert, würde ich behaupten. Darf ich jetzt gerade nicht anschauen. Ich wollte schauen, was wir danach gleich brauchen. Ich meine auch hauptsächlich für sie Brot. So, er bringt jetzt das Gold hier runter. Rekrutierung abgeschlossen. Das darf man sogar nur einmal machen, den Turm. Uff. Also ich hoffe wenigstens, das hier unten darf man öfters machen, weil sonst wird es schwierig. Ah, du kannst echt nur 10 Gold auf einmal tragen. So weit, so gut. Ich meine, wir wollen auch weiterhin Häuser hier überall dazwischen bauen. Dauert noch ein bisschen. Unsere ganze Herstellung hier. Nochmal 5 Eselkarren. Gut, gut, da haben wir die Insel eh schon quasi irgendwie, ich sag mal, erschlossen. So, Stein ist hier auch weg. Rekrutierung abgeschlossen. Da will ich aber erst die Forschung haben.
dass wir alles wieder bekommen. Hey, Vorsicht mit der Sichel. Noch weiß ich nicht, was und ob wir was kaufen sollen. Hier hinten kann ich nirgends einen Hafen hinbauen, da haben wir keinen Strand mehr. Nö. Ich bin so frei wie der Wind. Sind schon wieder alle Wohnhäuser voll. Krass. Vorsicht, Lieferung. Das ist jetzt tatsächlich noch nicht angeschlossen. Deswegen. So, unsere Meere sind auch schon überfischt. Ich weiß gar nicht, ob eigentlich 300F das Maximum ist. Hier kommt auch keiner mehr. Gibt es Befehle? So, das hier können wir wenigstens alle 5 Minuten machen. Aber das Ganze wollen wir dann im nächsten Part weiter anschauen. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut bis dahin. Tschüssi!